bisschen. Da kommt man wieder auf das Zwischenmenü mit den anderen Reaktionen. In der zweiten Simulation wird die Reaktion von einer schwachen Säure mit Wasser dargestellt. Hierbei steht das A für das Anion der schwachen Säure. Hierbei findet auch eine Rückreaktion statt. Wie hierbei das Gleichgewicht verteilt ist, kann man erkennen, wenn man auf die Lupe klickt. Hier sieht man, dass wenig reagiert und auch ständig eine Rückreaktion wieder stattfindet.